Stell dich mal vor, nicht der Deutschlandhasser Frank-Walter Steinmeier von der SPD würde der nächste Bundespräsident werden, sondern unser Freund, unser Kolumnist, der Deutschland-Liebhaber, der Freund der deutschen Kultur, der deutschen Sprache, Gerald Gross. Was wie ein Witz klingt, ist gar keiner. Klar, Gerald Gross ist Österreicher, kann in Deutschland nicht Bundespräsident werden, aber er überlegt ernsthaft, sich um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten zu bewerben. Hören wir doch mal rein. Liebe Freunde, das Amt des Bundespräsidenten ist die höchste und direkt durch das Volk gewählte Verantwortungsfunktion des Staates. Viel zu lange wurde dieses Amt als Guteiderpichl der Partei missbraucht, wohin man politische Frühpensionisten am Ende ihrer Karriere verschoben hat. Das Bundespräsidentenamt darf keine verlängerte Werkbank eines Pflegeheims und der Parteizentralen mehr sein. Diese Funktion ist verstaubt. Nicht zuletzt auch durch den derzeitigen höchstparteiisch agierenden Amtsinhaber. Ja, fast sinnlos geworden. Dieses Amt muss neu definiert werden. Und zwar als oberster, unabhängiger, objektivster und gerechterster Vertreter des Volkes. Viele Bürgerinnen und Bürger haben mich die letzten Monate mit dem Wunsch kontaktiert, ich solle doch wieder politisch aktiv werden. Eine parteipolitische Funktion kommt für mich nicht mehr in Frage. Das habe ich klargestellt und mein Wort hält auch. Aber ich verhehle nicht, dass ich aufgrund der vielen Vorschläge unterschiedlichster Menschen unseres Landes gründlich darüber nachdenke, um das unabhängige und parteifreie Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich tatsächlich zu kandidieren. Dies gehört wahrlich zu den wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, hat Auswirkungen auf meinen Mann, meine Familie, mein persönliches Umfeld und in erster Linie hat es Auswirkungen auf meine Heimat Österreich. Gründlich überlegen heißt, sich die Zeit zu nehmen, eine Entscheidung zu treffen, dahinter zu stehen. Und dies werde ich nun tun und demnächst, im Sommer, meine Entscheidung bekannt geben. Für mein Land, für die Österreicherinnen und Österreicher, und in erster Linie für die Vernunft. Euer Gerald Gross. Eine ganz fabelhafte Idee, mein lieber Gerald Gross. Österreich braucht sie mehr denn je. Wir hier beim Deutschlandkurier drücken alle Daumen. Meine Lieben, hau die rein, macht weiter und bis später.